Meine Bullet Graphs möchte ich Referenzwerten gegenüberhalten, wie hier diesem roten Strich, vielleicht Vorjahreswerte und regionalen Referenzwerten, regionalen Vergleichswerten, hier diesem schwarzen Strich. Hallo und willkommen zum zweiten Teil. Stephen Few hat in seinem Buch Information Dashboard Design diese Bullet Graphs hier erläutert und die Vorteile gegenüber Platz, greifenden, raumgreifenden Tachometern erläutert. Und ja, hier geht es um die Ja, um den beim zweiten Teil um diese Referenzwerte und dafür muss ich mein Diagramm auch ein bisschen umbauen. So, schauen wir mal hier ins Excel rein. So soll das aussehen nachher. Ich möchte meine Referenzstrichelchen haben, dass wenn ich hier bei Bochum zum Beispiel da eine 88% eingebe, dieser rote Referenzstrich, ja, der liegt jetzt auf dem schwarzen, dass der hier wandert. Ich mache mal draus eine 87%, dann sieht man die beiden Striche da unten nebeneinander. Und dafür baue ich das einmal hier komplett neu auf. Hier ist auf der linken Seite mit 100%, ne, meine graue, ja, Referenzskala, mein Hintergrund, dann mein aktueller Wert, mein Letztjahreswert, mein regionaler Vergleichswert und ja, zur Hilfe hier nochmal so ein Wert 0,5, 0,5, den brauche ich gleich für meine Striche. Ja, ich baue hier raus, außer der 0,5, baue ich jetzt ein gestapeltes Balkendiagramm und dafür klicke ich auf Einfügen. Säule Balken, nehme mein gestapeltes Balkendiagramm. Ja, gestapelt sieht es noch nicht aus, muss es kurz noch mit Zeile Spalte wechseln ein bisschen stapeln. Und ja, aus den linken drei Flächen soll meine Referenzfarbe, mein Referenzhintergrund für die Bewertung gut, mittel, schlecht werden. Ups, da habe ich mich verklickt. Die rechten drei Balken, dieser Teil hier, dieser und dieser, das hier werden meine, ja, Balken und die beiden Referenzstrichelchen. Dafür muss ich die erstmal gleich ein bisschen anders formatieren. Ich mache das Diagramm erstmal ein bisschen flacher. So, ein bisschen flacher. Platziere es hier und lege hierfür, ich klicke mal mit rechter Maustaste bei Datenreihen formatieren, lege hier mal Abstandsbreiten von 0% fest, dass das Diagramm oben und unten anstößt. Da drinnen soll dann der schwarze Balken liegen. Die rechten drei mache ich jetzt zu Punktdiagramm. Das heißt, ich klicke auf Datenreihen Diagrammtyp ändern, rechts drauf, Datenreihen Diagrammtyp ändern. Dort wähle ich hierbei gestapelte Balken für Reihen 4, 5 und 6 jeweils Punktwolken, XY-Punkt, XY-Punkt und unten auch XY-Punkt fest. Dreimal XY-Punkt. Die sind jetzt auf der Sekundärachse. Ja, und das sieht jetzt irgendwie komisch aus, weil ich bekomme zwar meinen grauen Hintergrund, aber ich bekomme jetzt drei dieser, ja, Punkte auf dem Wert 1, auf dem Wert 100% und die werden in ihrer Höhe angezeigt. Beim Wert, ich habe hier eine eigene Skala, beim Wert 66, 75 und 88. Das möchte ich ja gar nicht. Die sollen hier in der Horizontalen verteilt sein, auf der Höhe 0,5. So, und das mache ich mal. Das heißt, ich lege jetzt für den ersten Aktuellwertpunkt, das ist Datenreihe 4, lege ich jetzt fest, wo er zu liegen hat. Ich klicke auf Daten auswählen, Datenreihe 4, bearbeiten, Reihenname, damit ich auch immer weiß, welcher das ist, ist aktuell. Klicke auf den nächsten, erst dann wird es übernommen. X-Wert, ja, das sind die 66%. Y-Wert, da könnte ich jetzt auf meinen Hilfswert hier 0,5 klicken. Na, das sind diese 0,5. Sehe ich erst, wenn ich hier ins nächste Feld klicke. Na, dann sehe ich auch schon, wird mittig platziert. Oder ich gebe hier ein, also 0,5 hat nicht geklappt. 0,5 hat bei mir dazu geführt, dass hier zwei Werte stehen. 0, Semikolon 5. 0,5 hat er bei mir genommen in meiner Excel-Version. Also, ich lasse das mal so stehen. Okay, so, Datenreihe 5. Das ist der Last-Year-Wert. Auch hier, Last-Year. X-Wert ist der 75%-Wert. Das hier waren meine 0,5, meine 50%, klick auf OK. So, und damit die Werte auch nachher gleich li mittig liegen, das hier von der Höhe, ja, das hier möchte ich gleich nicht sehen, diese Achse, die mache ich gleich weg. Gucke ich erstmal, dass die hier schön mittig liegen, den letzten Wert noch.
Das ist Region. Das ist hier G2. So, und auch hier 0,5. So, klicke auf OK. Und ja, mache jetzt hier meine Fehlerindikatoren dran. Dieser Wert hier, das soll mein roter Strich werden. Letztes Jahr. Rechte Maustaste, da sehe ich sie nicht. Ich sehe sie aber bei Plus hier. Bei Plus sehe ich sie, da sind die Fehlerindikatoren. Da möchte ich die vertikalen Fehlerindikatoren nachher sehen. Klick auf weitere Option. Ups, dann ändert der mir hier schon die Skalierung. Na, will ich gar nicht. Endet der die Skala. Und dort klicke ich bei den Werten oben unten. Ich bin bei den oben unten. Ja, ich möchte ich beide sehen. Ja, ich möchte aber keine Abschlüsse haben. Und dort soll er einen festen Wert nehmen, nämlich 0,5. So, und ich muss noch mal irgendwo hinklicken, damit er die auch übernimmt. 0,5. Und da sehe ich jetzt, was er macht. Der ändert hier die Skala von 0 zu 1. Nee, das ändere ich jetzt ab. Von 0 zu 2 macht er. Ne, ich möchte 0 zu 1 haben. Und damit sorge ich dafür, dass der Balken hier, dass der Strich schön in der Mitte ist. Den horizontalen Strich, den Fehlerindikator, den will ich gar nicht haben. Da mache ich einfach fester Wert 0 ohne Abschlusstyp. Ja, und da habe ich den Fehlerindikator Nummer 1. Den färbe ich jetzt noch ein. Draufgeklickt. Farbe gewählt. Kann man doch bestimmt mit rechts machen. Rahmenfarbe rot. Und diesen Punkt hier will ich nicht sehen. Diesen Punkt will ich nicht sehen. Klick auf meine Markierungsoption. Füllung hier, Füllung Linie. Markierung. Keine Markierung. Keine Markierung. Zack. Ja, und da habe ich den ersten Strich. Genau das gleiche mache ich mit dem zweiten, mit der Region. Das soll ein schwarzer Strich werden. Der bekommt auch seine Fehlerindikatoren. Draufgeklickt. Fehlerindikatoren. Ja, aber welche denn? So, die muss ich jetzt formatieren. Fehlerindikatoren. Na, geh mal in die Option rein. So, auch hier fester Wert nach links, rechts ist das. Links, rechts, nee, da will ich 0 haben. Aber die anderen, Moment, wo sind denn die anderen? Die anderen Fehlerindikatoren, na, wo sind sie denn? Fehlerindikatoren, die horizontalen, ah, die sehe ich gerade nicht. Ich sehe die horizontalen, die vertikalen, die oben unten sehe ich nicht. Da mache ich einfach Folgendes. Wenn ich die nicht zu sehen bekomme, klicke ich auf Format. Das ist ja meine Datenreihe 6, Region gewesen. Dort klicke ich oben links auf Region Fehlerindikatoren Y. Das sind die, die nach oben unten gehen. Und dort soll genommen werden, auch ohne Abschluss, Höhe 0,5. Also wenn ich die nicht sehe, ich finde die immer oben bei Format. Links oben kann ich sie anklicken. Auch hier, na, bestätigt, da sind sie. Lass den schwarzen Strich, nehme nur hier nochmal bei Füllunglinie. Bei der Markierung nehme ich die Markierung weg. So, jetzt kommt das eigentliche Meisterstück hier, nämlich das ist mein Strich, der nach links gehen soll. Den Balken, weil ich kann hier, ja, ich könnte ja denken, mach daraus einen Balken. Datenreihen, Diagrammtyp ändern. Mach doch aus diesem Punkt hier, aus diesem Punkt einfach einen Balken, der auf der Sekundärachse liegen bleibt. Aber das geht nicht. Ich kann das leider nicht machen. So, ich breche das mal ab. So, ich mache da einfach einen linken Fehlerindikator dran. So, das heißt auch das Ding hier kriegt einen Fehlerindikator. Fehlerindikator. So, da gehe ich auf die Formatierungsoption für und lass den nur nach links laufen. Nach links, das ist dieser Minuswert. Und der bekommt jetzt einen festen Wert. Der feste Wert ist benutzerdefiniert. Ja, nicht so ein großer hier, das ist der Wert 1. Ne, hier, benutzerdefinierten Wert angeben. Ja, und da verweise ich einfach bei negativ auf aktuell. Klicke auf OK, mal gucken, ist er das? Jo, das ist er. Ja, aktuell nach links gegangen, nochmal geguckt, Wert angeben. Den anderen setze ich auf 0. So, sieht gut aus. Dann das Schlussstück noch gelöscht. So, den Punkt, die Markierung weg. Auch hier keine Markierung. Keine Markierung. Keine Markierung. Okay. So, und jetzt mache ich den Strich richtig schön dick. Den kann man ja schön dick einfärben, wenn man auf den Strich
klickt, kann man die Stärke angeben und den kann man richtig kräftig machen. Machen wir das mal so, wie wir den sehen sollen. Ja, und dann haben wir da einen kräftigen Abschluss für unseren Statusbalken, den ich jederzeit hier zum Beispiel auf 90% bringen kann. Ah, sah lustig aus, ja, den ich auf 90% bringen kann, den ich auf 50% runterfahren kann, wo ich meine Letztjahreswerte, meine Zielwerte der Region korrigieren kann. Ja, hier so sieht man den nicht so deutlich. Den müsste man vielleicht ein bisschen dicker machen, für den Fall, dass der direkt hier auf der Grenze liegt oder ein bisschen vielleicht sogar drüber hinausragen. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Jetzt nehme ich noch auf der rechten Seite die Skala weg. Auf der rechten Seite hier unten bis 100% laufen lassen, nicht bis 120. Bei den Achsenoptionen bis zum Wert 1, vom Wert 0 aus gesehen. Ja, und ich habe ein Bullet Graph mit Referenzkriterien, den ich wunderbar in meine Dashboards einbauen kann. Ich kann natürlich hier neben den Wert auch noch eine Beschriftung setzen, ne, dass ich hier den Punkt suche, den Datenpunkt und da den Prozentwert mit anzeigen lasse. Müsste ja gehen, dass ich hier die Datenbeschriftungen mit reinhole für den Wert. Ja, nicht für alle, sondern nur für den einen hier. Klick mal auf Format und hole mir für den aktuellen Wert, sehe ich ja gerade nicht, hole ich mir die rechte Maustaste, na, nochmal angeklickt, verklickt. Also wenn man sich verklickt, weil das hier so unsichtbar ist, einfach dann hier die Datenbeschriftung mit dazu holen, rechts daneben, zack, und dann sieht man, die 50%, das stimmt nicht. Moment, weitere Option, da muss man dann halt bei der Beschriftung auf X-Wert statt Y gehen. Ja, und dann habe ich auch da einen Prozentwert nebenstehen. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Im nächsten Video geht es dann darum, das Ganze hier vielleicht dann auch noch in einem etwas größeren, komplexeren Bild mit mehreren Bullet Charts zu zeigen. Ich finde die Bullet Charts wirklich wunderbar für meine Dashboards. Freue mich auf euer Feedback. Ja, und bis zum nächsten Video.